Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es ist, selber ein Fantasy-Movie-Poster zu erstellen? Wisst ihr so, mit so einem Drachen und einem Krieger davor? Ist crazy, oder? Guess what, ihr könnt das jetzt selber machen. Aber nicht durch mich, sondern durch den lieben Facerunner, denn er hat eine Masterclass herausgebracht, in der er euch zeigt, wie ihr so ein Artwork hier wirklich selber designen könnt. Ja, und ich habe mir diesen Kurs gekauft. Aber ich möchte versuchen, mit diesen Assets, die er dort zum Download anbietet und vielleicht zwei kleinen Ausnahmen, dieses Design in meinem Stil umzusetzen. Ist ein bisschen was anderes geworden, sag ich. Schreibt gerne in die Kommentare am Ende des Videos, was euch vielleicht an der jeweiligen Version des anderen mehr gefällt und wie ihr es vielleicht getan hättet, beziehungsweise wie ihr es umgesetzt hättet. Und bleibt gerne bis zum Ende dran, wenn ihr sehen wollt, wie Facerunner auf meine Version reagiert hat, denn er hat es tatsächlich gesehen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video und enjoyt dieses kleine Speedart, diese kleine Photoshop-Challenge. Viel Spaß!
mir crazy, was daraus geworden ist. Ihr merkt, ich habe einen ganz anderen Approach genommen für den Vordergrund, damit das Scaling dieses Drachens noch ein bisschen deutlicher rauskommt. Ich habe mich auch mehr für so ein grünliches Hollywood-Grading entschieden. Jedenfalls, FaceRunner hat es auf Twitter gesehen, ihm scheint es zu gefallen. Gib mir ein bisschen mein kleines Designer-Herz auf. Und dann danke ich sehr herzlich fürs Zuschauen. Heute ein bisschen kürzeres Video, aber ich hoffe, ich kann sowas öfter bringen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.